Leute, ihr habt doch bestimmt alle schon mal was vom Angelcamp gehört. Immerhin war ja das in den letzten Tagen auf etlichen Plattformen voll im Gespräch. Bist du blöd oder was? Warum bist du so? Das macht man doch nicht. Das macht man nicht. Auf Twitch hat das Camp ja etliche Zuschauerrekorde gebrochen und auch auf YouTube waren die ganzen Highlight-Videos immer Platz 1 in Trends und wenn nicht das, dann halt eben ganz knapp dahinter. Wow. Doch was ist das Angelcamp jetzt eigentlich genau? Nun, wie der Name schon sagt, wird dort geangelt und um die Wartezeit zu überbrücken, bis so ein Fisch anbeißt, wird eben gesoffen oder, naja, so andere Dinge getan. Okay, das war jetzt aber schon eine einmalige Sache, oder? Los, ihr Töpfer! Ihr Töpfer, ob du fühlst, dass es nicht die Frau ist, die hinter dir sitzt? Also, wie heißt die, Whoopi Goldberg? Es ist dein Mann. Der töpfert mit dir jetzt. Jawohl, ihr töpfert ordentlich einen weg. Töpfer ihn durch, mein Lieber. Ach so ein Camp ist das. Ja, das ist gut zu wissen. Ich meine, ich kenne da so einen Film, da ging es um etwas ganz Ähnliches. Nee, jetzt aber mal Spaß beiseite. Das Angelcamp war ja wirklich schon eine ziemlich geile Sache. Also vor allem für Twitch-deutsche Verhältnisse war das echt übertrieben gut. Falls du das vollkommen verpasst hast, kein Problem. Ich zeig noch so ein paar Stellen hier im Video. Das ist bei ihm auch schon verlangt. Sollen drei Idioten ein Camp bauen? Ja, drei Idioten sind ein Schlauer. Doch eigentlich wollen wir gar nicht über das Camp an sich reden. Das haben schon bestimmt genug andere YouTuber gemacht. Nein, wir schauen uns heute die Kommentare unter dem Highlight-Video an. Denn eine Sache war ja wieder klar, wenn etwas so viral geht wie dieses Camp hier. 200.000 Zuschauer! Dann gibt es natürlich auch wieder Kommentare von Leuten, die nicht ganz nachvollziehen können, warum das Ganze so erfolgreich geworden ist. Drecksshow, buh, Schmutz. Mann, hatte ich Verstopfung, nur das Ansehen, Lachflash und dann läuft die Kacke. Doch Leute, glaubt mir, diese Kommentare waren gerade noch Kindergarten, das wird noch um einiges heftiger. Deswegen würde ich sagen, wird es jetzt wieder Zeit für eine weitere Folge von CEO sucht den extremsten Kommentar. Viel Spaß mit der Folge, los geht's. Yahoo! Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch CEO findet sie sofort. Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch CEO liest ihnen was vor. Okay, also, los geht's. Hier kommt der erste Kommentar. Quali ist halt Rotze. Nein, das ist sie nicht. Tatsächlich gab's sowas eher selten. Ich meine, das waren ja wirklich 3, 4, wenn nicht sogar mehr Kameras, von denen immer hin und her geschnitten wurde. Und die waren ja auch alle noch beweglich, was jetzt für Twitch-Verhältnisse auch nicht unbedingt Standard ist, sag ich jetzt mal. Die Audioqualität hat auch gepasst und das Ganze halt eben über mehrere Tage konstant. Eigentlich sieht das Ganze im Großen und Ganzen genauso aus, wie man eine Live-Show im Fernsehen machen würde. Nur, dass die Darsteller 1000-mal besser sind als irgendwelche Z-Promis, was RTL da reinbauen würde. Stattdessen gab es sogar noch Gäste, wie zum Beispiel Tanzerboot oder später kam noch Montana Black dazu. Der einzig wahre, der Mann, der Get in a Level groß gemacht hat, die Nummer 1 bei Fortnite. Hier ist Montana Black. Okay, an der Stelle muss ich ganz kurz was hineditieren, weil sonst kann ich heute nicht ruhig schlafen. Unlustig. Zusammengefasst, an der Qualität kann man nicht meckern. Bin ich der Einzige, dem die Videoqualität auf die Eier geht und die ganze Zeit laggt? Natürlich gab es ein paar Lags, ich meine, das war ja auch ein Livestream, da kommt das schon mal vor, sowas. Fremdscham dieser Knossi, traurig, dass so jemand erfolgten hat. Ich weiß, manche können mit Knossis Art eher weniger was anfangen. Ich meine, es ist ja auch Geschmackssache letztendlich. Aber der Typ bändigt das Wasser wie Poseidon, springt ins Feuer wie Hades. Also gottgleicher geht's doch gar nicht mehr. Okay, jetzt aber ernsthaft. Ich finde, Knossi kann schon entertainen. Ich freue mich. Ein neuer Tag im Angelcamp. Jetzt müsste eigentlich so, wie bei Teletubbies hinten diese Sonne aufgehen. Oh Gott, Tinky Winky scheißt sich vor Angst in die Hose. So schlecht gefaked, Digga. Scheiße nochmal. Sieht dort einfach so genervt mit seiner Glugscheißerei. Diesen Kommentar lasse ich mal unkommentiert. Ich finde das absolut nicht witzig und das hat auch nichts mit Angeln zu tun. So ein Affentanz von Männern, die sich beim Angeln sinnlos besaufen, nicht mal ein Stück Holz klein machen können und denken, sie wären es. Nicht mal einen Fisch richtig halten können. Sinnlos Stream mit Leuten, die absolut keine Ahnung haben. Och Missy, was ist denn los mit dir? Was ist unterhaltsamer? Irgendwelche Angelprofis, die alles souverän nach Plan perfekt hinbekommen, nichts läuft schief, alles ist wirklich perfekt einfach nur. Oder 4 Hampelmänner, die sich zusaufen und jede Aufgabe eine richtige Challenge ist. Alles eher schlecht als recht klappt und trotzdem am Ende werden geile Erfolge erzielt. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einen komischen Geschmack oder so, aber ich finde das zweite ist irgendwie um einiges cooler. Zuschauer lieben es einfach, wenn YouTuber Fehler machen. Ich meine, meine Community zieht mich damit ja auch ständig auf. Dankeschön an der Stelle, by the way, ist echt super. Wie er einfach laut Drehbuch ins Feuer fällt. Was? Du meinst wirklich jetzt diese Szene? Oh shit! Feuer!
Ey, ist der gerade ins Feuer gefallen? Du bist ernsthaft der Meinung, dass das geplant war, oder wie? Also, ich kann jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen, aber irgendwie wäre das schon krass, oder? So ein 4-Tage-Skript. Ich würde es sogar Knossi zutrauen, sowas zu machen, aber trotzdem, das wäre voll heavy, oder? Der ganze Rotz wird dem überhaupt nicht gerecht. Daran sieht man mal wieder, wie verblödet YouTube Deutschland ist. Ja gut, Bruder bei die Fischer, die Show war jetzt nicht unbedingt mega bereichernd, wissensvermittelnd, niveauvoll. Aber das soll sie ja auch, glaube ich, gar nicht sein. Ist ja keine Sendung mit der Maus oder so. Kennt man Sendung mit der Maus noch? Ich glaube, ich werde alt. Es war einfach ein Angelausflug mit den besten Freunden am See. Und wenn sich das über 300.000 Menschen live anschauen wollen, dann ist das halt so. Leute, ich könnte jetzt locker noch weitere 1000 Kommentare einblenden, aber langsam erkennen wir auch schon so ein Muster, wie die Kommentare ungefähr aufgebaut sind. Gerade noch ein Video angeschaut, also sowas von nervig und eklig, der Typ. Ihr einfach nur alle Opferkinder, die sowas feiern. Hört sich vielleicht komisch an, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Natürlich könnte ich jetzt zu allen Kommentaren noch was sagen oder wir kommen einfach zum Fazit. Und wie Yoshi sagen würde, Leute, zieht euch einfach den Stock aus dem Arsch. Es ist doch einfach nur eine Show auf Twitch und nicht irgendwie das Ende der Welt. Für einen ist es super unterhaltsam, der andere ist so, nee, ich gucke lieber was anderes und so ist es halt nun mal. Ich meine, mit meinem Content können ja auch viele nichts anfangen und es ist ja auch vollkommen okay. Geschmäcker sind verschieden, das passt voll. Weder Knossi, Sido noch ich wollen Menschen dazu zwingen, das hier zu gucken. Ist ja vollkommen freiwillig und kostenlos. Kauft mal Merch, werdet Mitglied und so weiter. Patreon ist auch verlinkt. Mein Gott. Ich meine, die Jungs haben ja keinen Weg getan mit dem Content, was sie da produziert haben, oder? Außer halt vielleicht den Fischen natürlich. Peter hat auch angeblich eine Anzeige rausgeballert, habe ich gehört. Keine Ahnung, was da dran ist und ob das auch durchkommen kann, keine Ahnung. Als Tier auf diesem Planeten hat man aber sowieso irgendwie Vollgas die Arschkarte gezogen, kann es sein. Aber was ist eure Meinung zum Angelcamp? Ballert mir die gerne mal rein. Auf alle Fälle will ich mich bedanken für über 37.000 Likes unter dem letzten Video. Das ist wirklich verdammt viel. Sollten wir nur die Hälfte hier schaffen, bin ich schon vollkommen zufrieden. Wirklich beste Community. Falls du zum ersten Mal hier eingeschaltet hast, dann baller gerne mal den Abo-Button grau. Das unterstützt mich und natürlich macht es mir auch eine Freude. Auf alle Fälle wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Behaltet bitte euren geilen Humor und vergesst niemals, sollte dein rechtes Ohrläppchen mal ganz komisch jucken, dann ist es ein Zeichen, dass sich bald das Wetter verändern wird oder halt eben gleich bleiben könnte. Müsst ihr mal drauf achten, das ist wirklich so. Euer Zeo. Okidoki.